ging doch ganz schnell. Ja, und das ist, und diese Mission ist der Grund, warum ich Yellow Comet vor Blue Moon in der Advance-Kampagne mache. Und zwar einfach, weil ich hier jetzt Kanbei habe. Hm. So, ich brauche Colin und ich brauche Kanbei. In der normalen Kampagne kann man das noch machen. Da kann man sich die Blue Moon Armee dann in Yellow Comet zur Hilfe holen. Aber hier brauche ich meinen Kanbei. Ohne Kanbei läuft hier nämlich nichts. Der Kanbei hat einen Kampfpanzer. Und Kanbeis Kampfpanzer stehen im Normalfall ein bisschen länger. Ach ja. Was stört mich hier jetzt am meisten? Den kriege ich mit Kanbeis Kampfpanzer kaputt. Den kriege ich mit Kanbeis Jagdpanzer. Nehmen wir den Speer, den kann Colin wenigstens nehmen. Ohne dass er dabei zu sehr aufs Maul kriegt. Alleine Kanbeis Anwesenheit reicht. Kanbei ist toll. Ach, sehr schön, sie ist genau auf die Terra-Taktik gekommen.
macht sie wenigstens keine Super. Ja, stimmt. Erstmal Colin. Kanbei ist wieder dran. Wir haben irgendwie nicht so wirklich irgendwas Relevantes zu sagen, Kandat. Kann sein, ja. Geht mir öfter so. Ja. Dafür ist deine Stimme immer so ruhig. Ja. Egal, was du zu sagen hast. Ich sag ja, Kanbei hat einen Kampfpanzer. Mehr muss man hier nicht wissen. Jetzt zieht sie sogar ihren Kampfpanzer da hinten sogar noch zurück. Jetzt habe ich was übersehen, die kriegt eine Rakete. Die geht höchstwahrscheinlich hier irgendwo rein dann. Mech-Einheiten sind toll. Ja. Vor allem dafür, dass sie so billig sind. Ich habe ja früher als kleiner Büb Mech an dem Wing geliebt, auch wenn es ein bisschen blutig war, aber es war schön.
Wahrscheinlich, weil es so blutig war. Und riesige Kampfroboter drin waren. Und einer davon eine Lasersense hatte. Ich fand diesen Roboter einfach so geil mit dieser fucking Lasersense. Ich meine, es war ein riesiger Kampfmech mit einer Lasersense. Ja, hat was. Mhm. Okay, ja, ich muss hier auch die Einheit drauf packen, weil sonst kriegt er die zweite Rakete auch noch. Mechs sind cool, vor allem wenn sie riesig sind, eine Sense haben und badass. Atomic Missiles of Doom! Ach ja. Du bist jetzt hier nix, kriegst eh schon genug Gratis-Einheiten in der Mission. Mhm. Also es gehört alles dir. Nur dir. Mhm. So. Colin hat ab jetzt Präsenz auf dem Schlachtfeld. Noch nicht so eine godlike Präsenz wie Kanbei, aber er hat ab jetzt Präsenz. Ja, wäre auch blöd, wenn er so wie Kanbei wäre. Von der Präsenz her. Ich kann die Raketenbasis hier leider nicht alleine lassen, ohne dass da die Infanterie drauf geht. Es sei denn, ich schaff's, die zu übernippen. Das hat doch gut funktioniert. So, die hat jetzt nur noch diese Infanterieeinheit da in der Nähe. Die muss auch noch weg. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass die es schafft, jetzt meinen Kampfpanzer da so schnell über den Haufen zu schießen, aber wer weiß, wer weiß. Ups, das sollst du machen. Der Flughafen ist mir.
wenn da schon so schön einer rumsteht und so schreit, besetzt mich. Ich bin nur von einer blöden Artillerie bewacht, die sich nicht bewegt. So, schon langsam bildet sich eine kleine Frontlinie. Colin mag nicht die stärksten Einheiten haben. Aber sie sind preiswert. Ja, das sind sie auf jeden Fall.